Wir starten jetzt mit der Dämmung des Bodens. Für die Bodenplatte haben wir uns für eine OSB Platte entschieden. Und jetzt kommt unser Vinylboden als nächstes und wir haben uns für die Farbe haben wir uns für 2 cm dicken Styropor entschieden. Wir haben vorne schon angefangen, den Boden zu putzen mit so einem Reiniger, der das einfach so fettfrei macht, damit der Kleber auch gut hält, und schneiden jetzt den Styropor zurecht und kleben den dann drauf und legen los. Jawohl, los geht's. Die Bodenplatte haben wir uns für eine OSB-Platte entschieden, die wir jetzt auf die Dämmung legen. Die haben wir gestern Abend schon die erste Platte, da es dunkel wurde, ohne Kamera schon zurechtgeschnitten. Und außerdem haben wir sie mit OSB-Lack 3 Schichten lastiert, damit einfach das Holz dicht ist und das Holz nicht ausdünstet. Danach werden wir im Anschluss Vinylboden oben drauf komplett verlegen und mit Silikon abdichten, dass das Ganze auch wasserdicht ist. Ja, wir haben es geschafft. Die Bodenplatte ist endlich drin, ging eigentlich relativ schnell. Boden ist gedämmt mit 2 cm Styropor und dann haben wir nochmal knapp 2 cm die OSB-Platte, die wir lackiert haben, oben drauf gemacht. Ja, so sieht das Ganze mal aus. Ja, sieht schon richtig, richtig wohnlich aus. Schick, schick. Genau, wir haben jetzt außen jeweils immer so eine kleine Dehnungsfuge gelassen. Die werden wir jetzt mit so einer Fugenmasse füllen, dass ich das Holz ein bisschen ausdehnen kann. Lassen wir dann heute Nacht trocknen und morgen holen wir unseren Vinylboden. Genau. Ja, wir haben mehrere zur Auswahl. Die Entscheidung steht an. Die Entscheidung steht an, fällt uns nicht leicht, aber in dem Video, wenn ihr dran bleibt, seht ihr noch, für welchen Boden wir uns entschieden haben. Wir werden den vollflächig auslegen und seitlich mit Silikon abdichten, dass wir einfach eine möglichst wasserdichte Oberfläche haben. Jetzt machen wir uns erstmal ran. Letzte Aufgabe für heute. Es ist schon dunkel, ist schon ziemlich spät, aber wir machen hier keinen Lärm und werden noch die Dehnungsfugen füllen. Gestern Abend haben wir aufgehört, die Seiten zu verfugen, damit sich das Holz ausdehnen kann mit so einem Fugendehnungsfix. Und alle weiteren Wärmebrücken, wie hier vorne, wo die Schläuche von vorne vom Wärmetauscher rauskommen, die größeren Räume haben wir einfach alles mit PU-Schaum ausgeschäumt und bereits heute Morgen schon sauber abgeschnitten, dass wir gleich mit dem Bodenverlegen anfangen. Da haben wir heute Morgen im Baumarkt schon einen schönen Vinylboden geholt. Wir werden jetzt werden wir die Bodenplatten mit jeweils 6 Schrauben noch festschrauben. Da haben wir heute Morgen im Baumarkt die passenden Schrauben mitgenommen. Und dann geht's an den Boden. Da werden wir noch so einen Aquastop Trittschalldämmung drunter legen und obendrauf werden wir dann den Vinylboden aus. Was für einen Boden wir genau legen, welche Farbe, ob es jetzt hell oder dunkel geworden ist, Holzoptik oder vielleicht auch Fliesenoptik, dranbleiben. Ihr seht es noch in dem Video. Unsere Aquastop-Trittschalldämmung ist jetzt auf dem Boden und jetzt kommt unser Vinylboden als nächstes und wir haben uns für die Farbe dunkelbraun entschieden, einfach weil es uns generell schon besser gefällt und weil wir denken, dass es eine relativ warme Atmosphäre macht, und dann
schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es komplett verlegt ist. Der Boden ist fertig. Wir haben komplett geschafft, ihn komplett auszulegen. Hier einmal Roomtour. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Farbe genauso wie uns. Wir haben uns extra für dunkel entschieden. Ja. Finde es gemütlicher. Sieht gemütlicher aus. Dafür werden wahrscheinlich die Wände ein bisschen heller. Ja, wir lassen das so. Wir machen jetzt noch mit Bali Braun. Ziehen jetzt noch eine Fuge ringsrum, damit das Ganze einmal bündig aussieht und auch 100% wasserdicht ist. Und dann ist das Thema Boden verlegen fertig. Und morgen werden wir uns dann noch mit euch zusammensetzen und mal genau bekleben und besprechen, wie, wo wir was hinstellen. Ne? Genau. Also wir machen heute fertig und gleich geht's weiter mit der Raumplanung. Wir haben gestern, wie ihr schon gesehen habt, unseren Vinylboden komplett ausgelegt. Das hat eigentlich richtig gut geklappt, auch für das, dass wir das noch nicht allzu oft gemacht haben, so gut wie gar nicht. Und anschließend haben wir dann noch eine Silikonfuge an die Wände gemacht, dass das Ganze abgeschlossen ist und wasserdicht ist. Es fehlen jetzt noch die Einstiegsleisten hinten und vorne. Die werden wir dann kommende Woche holen und auch noch befestigen. Jetzt in dem Video wollten wir noch zusammen mit euch die Raumplanung mal angehen. Wir haben mal grob uns zu Hause hingesetzt. Ja, wo kommt was hin? Was wir rein haben wollten, haben wir uns ja von vornherein schon festgelegt. Und jetzt wollen wir einfach mal mit Zollstock, Kreppband und unseres Plans zusammen ausmessen und schauen, was macht Sinn. Ja, wir fangen vorne in der Ecke an. Wir haben uns nämlich überlegt, dass uns eine Dusche schon relativ wichtig ist, weil wir ja nicht immer auf dem Campingplatz wollen und auch für längere Zeit dann unterwegs sein werden. In die Dusche, die relativ geräumig sein soll, soll natürlich auch unsere Toilette passen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, eine Dusche in den Maßen 80x80 cm hier vorne in die Ecke zu bauen. Und genau, das zeichnen wir jetzt mal an, messen zusammen ab und markieren das Ganze dann mit Kreppband einfach, dass wir mal einen Überblick haben, ob das überhaupt alles hier reinpasst. Ja, wir starten hier vorne in der Ecke. Wir haben jetzt schon mal die Dusche sozusagen eingezeichnet mit Kreppband. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir es ein bisschen länglicher machen, damit wir hier noch einen guten Einstieg haben. Wir sind von der Wand weg ungefähr bei 60 cm hier mit einem kleinen Puffer, damit wir die Kabel noch aussparen können und nach vorne ungefähr 1 Meter, auch hier wieder mit einem kleinen Puffer, dass wir hier hinten auch die Kabel an der Wand noch verstecken können und genau, haben dann quasi 60x1 Meter die Dusche geplant und wollten da eigentlich auch die Toilette reinsetzen, weswegen wir gedacht haben, dass ein größerer Einstieg vielleicht ganz clever ist. Ja, weiter geht's mit der Küche hier vorne, also mit einer Küchenzeile. Die lassen wir hier quasi anfangen am Rand der Dusche bis zur Tür und haben uns überlegt 50 cm Tiefe und genau, schauen jetzt mal, wie viel Zentimeter wir dann noch zur Seite haben. Die Küche haben wir jetzt mit einer Länge von ungefähr 1,30 und einer Höhe von ca. 85 geplant. Hier soll dann Spülbecken hin, wo drunter schon der Warmwasserboiler ist, den wir dann an diesen Wärmetauscher an den Kreislauf anschließen. Und hier oben kommt dann noch ein Oberschrank hin, wo vor allem dann endlich mal die Klimaanlage hier oben dann in den Oberschrank dann wieder eingebaut wird, dass wir hier die alte Elektrik und nebendran die Klimaanlage hier eingebaut lassen. Vorne haben wir jetzt Dusche, Kühlschrank. Jetzt planen wir mal auf der Fahrerseite von hinten nach vorn, und zwar hinten haben wir uns das Bett vorgestellt. Das soll auf der Höhe dieses Schrankes hier sein, also ein Hochbett, wo man unten drunter was lagern kann. Und fangen wir hier hinten an. Insgesamt
soll das 1,60 Meter sein, aber es wird ausziehbar oder klappbar, werden wir schauen, auf der Hälfte sein. Das heißt, wir messen jetzt mal 80 cm nach hinten und anschließend kommt dann Sitzbank auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite. Darüber werden wir das Bett dann auf die komplette Länge ausklappen oder ausziehen. Also unsere Sitzbank sozusagen, die haben wir mit 50 cm Tiefe geplant, auch hier 50 cm Tiefe, hier quasi so ein L und die Lehne, also die Sitzfläche haben wir jetzt noch nicht eingezeichnet, also wo die endet. Wir haben hier oben nur die Lehne eingezeichnet, weil hier dann das Bett entweder drauf geklappt werden soll oder drauf geschoben werden soll. Auf der Beifahrerseite haben wir in Verlängerung des Betts, also gegenüber von der Sitzbank, nochmal entweder eine Küchenzeile oder eine Arbeitsplatte, Sideboard, also auf jeden Fall eine Fläche gedacht, die wir auf dieser Seite haben und wo wir dann mit einem Brett entweder aufklappen oder verlängern können, wo wir hier diesen Einstieg dann als komplette Arbeitsfläche für die Küche auf jeden Fall hier die Küchenzeile mit der Spüle, hier ein Brett drüber und hier dann die nächste Zeile haben, dass wir hier komplett eigentlich eine große Küche haben. Tisch in der Mitte werden wir Portale machen, das heißt, wir werden dann einen Tisch immer, wenn wir ihn brauchen, draufstellen mit einem System und wenn wir nicht brauchen, wieder irgendwo verstauen. Jetzt zeichnen wir hier oben noch unsere Oberschränke ein. Wir planen jetzt hier noch einen Oberschrank für unsere Küche und Utensilien, die wir im Haushalt täglich brauchen und über dem Bett jeweils oder über dem Bett auf dieser Seite planen wir dann einfach für unsere Kleidungsstücke einen Hochschrank und auf der Fahrerseite werden wir keine Hochschränke planen, da wir einfach ein bisschen Kauffreiheit haben. Hier haben wir jetzt noch ein Fenster 1,50 Meter geplant, das heißt einmal, dass wir hier drin einfach ein bisschen mehr Licht haben und außerdem ist es auch schön, wenn wir hier das Bett, wir haben es hier eingezeichnet, bis hier ungefähr liegen wir, wenn das Bett auf 1,60 Meter ausgeklappt ist, kann man hier dann auch ein bisschen rausschauen und den Abend noch ein bisschen genießen. Das war's mit der Raumplanung und natürlich mit unserem Bodenbelag, also den vielen Schichten, die wir da aufgelegt haben. Weiter geht's dann mit der Wasserversorgung hier drin und wir fangen wahrscheinlich hinten mit dem Bettgestell an, das schon mal aufzubauen, den Grundriss sozusagen schon mal zu machen. Das werdet ihr dann als nächstes sehen. Genau, also bis zur nächsten Folge. Dass ihr sie nicht verpasst, abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns. Tschüss! Tschüss!